Was geht ab, Leute? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Wer hat das gesagt? Na, ich? Wer? Ach, guck doch runter, du Blumensohn. Hier bin ich, hi. Ich bin jetzt schon ein bisschen... Halt deine dumme Fresse, Mann. Okay, alles klar. Okay, also warum zum Teufel hast du mich so genannt? Wieso? Was ist denn damit? Das ist Klickgeil, du Sohn eines Sohnes. Warte mal, kannst du dich nicht daran erinnern, dass ich auch mal gesagt hatte... Und da ist nichts Verwerfliches dabei, wir sind YouTuber, wir wollen alle Klicks machen. Okay, aber warum greifst du andere YouTuber an, du Sohnemann? Ich greif niemanden an, das ist nur ein Wortspiel. Der Witz kommt noch im Laufe des Videos, das musst du auch verstehen. Nein, ich muss gar nichts verstehen. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du mir Sachen vorschreibst? Guck dich mal an mit deiner dreckigen Cap umgekehrt. Du denkst auch, du wärst ein Gangster. Oh. Oh, er zieht eine Waffe, jetzt habe ich aber richtig Angst vor. Okay, das war komisch, aber wie auch immer. Was geht ab, Leute? Heptik hier und willkommen zu einem neuen Video von mir. Falls ihr euch wieder fragt, warum keine Videos gekommen sind, hört ihr das wahrscheinlich direkt an meiner Stimme und ich brauche euch nicht mehr viel zu erklären, warum ich keine Videos machen konnte. Aber wie auch immer. Und ja, wo ist mein Handy? Ich würde sagen, wir legen los mit der ersten Frage. Moritz fragt, wie ist dein Tagesablauf so? Meistens wache ich ganz früh um 7 Uhr auf und strecke mich erstmal aus. Danach stehe ich auf, gehe noch halb verschlafen ins Bad und wasche mir erstmal mein Gesicht. Ich bin noch so verspielt. Danach trockne ich mein Gesicht ab, greife mir die Fick-Dich-Creme, nehme ganz bisschen davon raus und schmier es in mein unschuldiges, süßes Gesicht rein. Anschließend gehe ich wieder zurück in mein eigenes kleines Reich und ziehe mich um. Yo, Cut. Warte mal. Ich habe keine Hose an. Gib mir meine Hose. Jetzt. Okay, was? Hä? Gib mir wenigstens eine Hose, bitte. Gib mir meine Hose. Ah, du bist so dumm. Alles klar, jetzt habe ich wieder keine Hose und immer noch dieses Teil an und... Gut, jetzt habe ich zwar wieder mein Hemd an, aber mir fehlt immer noch die Hose. Können wir das endlich zu Ende bringen, Digga? Na, endlich. Danach gehe ich in eine Küche, nehme mein super gesundes, aber auch super teures Müsli und pack das in eine Schüssel. Dazu ein bisschen Joghurt, ein paar Erdbeeren und fertig ist mein kleiner Traum. Danach nehme ich mir das größte Messer im Haus, setze mich hin und töte erstmal kleine Babys. Damit hättet ihr nicht gerechnet, oder? Silas fragt, was war deine erste große Liebe? Es war vor 7 Jahren. Ich hatte anscheinend noch lange blonde Haare. Egal. Es war vor 7 Jahren. Wir beide saßen auf der Hollywood-Schaukel und ich konnte nicht aufhören, sie anzuschauen. Ich war so verliebt. Mein Blick wandte sich nie von ihr ab. Und dann habe ich's gewagt. Semtix fragt, warst du ein guter oder ein schlechter Schüler? So, liebe Klasse, mein Name ist Herr Sohn, Sie können mich auch Sohni nennen. Ich habe den Geschichtsunterricht anvertraut bekommen und ich starte immer spaßeshalber mit einer allgemeinen Frage in die Runde, um mal zu checken, ob ihr auf dem aktuellen Stand seid. Und zwar, was endete denn bitte 1945? Ja, Jem? 1944. Lisa fragt, welche Farbe hat deine Unterhose? What the... Wo ist meine Unterhose? Ich sehe, du hast mich nicht vermisst. Was zum... Egal, welche Farbe ich habe. Hä, wo ist auf einmal dein Hut hin? Für dich sehe ich nur noch rot. What the fuck? Semi fragt, wann hattest du deinen ersten Kuss? Es war vor 8 Jahren. Wir beide lagen zusammen auf der Couch und ich war ziemlich nervös. Aber dann habe ich's gewagt. Okay, das Video ist echt komisch. Sandro fragt, wer wohnt in der Ananas ganz 7 Meer? Okay, das könnte auch von meinem Kumpel Habub eingesprochen worden sein. Okay, Habub, du weißt, wir haben das lange geprobt. Du hast alles einstudiert. Jetzt will ich Ergebnisse hören. Bruder, lag, wer wohnt in den Ananas ganz tiefe Meer? Wallah, SpongeBob. Wer macht immer Schein bei Tipico und trinkt immer Sachen von Montclair? Wallah, SpongeBob. Wallah, SpongeBob! Der Typ ist echt witzig. Vielleicht könnte er mal ein ganzes Video alleine machen? Wer weiß. Würdest du für 1 Million einen ganzen Monat lang RTL 2 gucken? Na klar, easy. Also
Also, nein, nein würde ich nicht. Noel fragt, was ist der Grund, dass du immer noch Single bist? Ich habe Dinge erlebt, die will ich nicht nochmal erleben. Und ich weiß, dass es nicht immer so läuft, dass es wahrscheinlich fast nie so läuft und ich wirklich Unglück hatte. Aber trotzdem brauche ich erstmal eine Pause und einen Cut von allem. Und das dauert bei mir ein bisschen länger und deshalb habe ich keine Freundin. Außerdem ist da noch ein zweiter Grund. Da ist noch so eine kleine Sache und... Halt deine Fresse. Ich bin einfach gerade... Ich bin einfach nicht bereit für eine Beziehung. Rapid fragt, was hältst du vom Tanzverbot? Eine sehr gute Frage. Meiner Meinung nach ist das unertragbar und ich werde sie jetzt beenden. Das muss ein Ende haben. Willkommen beim Internationalen Verband für Tanz. Was kann ich für Sie tun? Das Tanzverbot muss aufhören. Wie bitte? Keiner geht mehr Party machen. Keiner geht mehr in die Clubs. Das muss ein Ende haben. Die Leute wollen tanzen. Und die Leute werden tanzen! Okay, Mr. Heptik. Sie haben recht. Es ist längst überfällig. Die Entscheidung ist gefällt. Ab heute darf jeder wieder tanzen. Das ist das Ende vom Tanzverbot! Seht ihr, was ich gemacht habe? Der Titel ist doppeldeutig, versteht ihr? Also, der hat... Okay. Okay, in diesem Video wird deutlich zu oft geschossen. Piero fragt, würdest du eine neue Beziehung anfangen? Also die Frage habe ich ja im Video quasi schon beantwortet, aber trotzdem gibt es die ein oder andere, wo ich mir so... Nein, ich bin glücklich so, wie es ist. Ich möchte keine neue Beziehung. Wie kannst du mir das antun? Steh! Stehst du? Versprochen? Okay.